Hallo, mein Name ist Timo Tönkes, ich bin Sportlehrer an der Alfred-Delp-Schule in Hagesheim. Im folgenden Video wollen wir Ihnen bzw. euch die tollen Möglichkeiten im Fach Sport vorstellen und einige Kollegen dazu. Viel Spaß dabei! Hallo, mein Name ist Bernd Kunze, ich bin Sportlehrer an der Alfred-Delp-Schule und hier sehen Sie die beiden Gummiplätze, auf denen viel Sport getrieben wird, zum Beispiel Fußball oder auch Handball. Tschüss. Wir freuen uns, euch heute hier an der schuleigenen Schwimmhalle der Alfred-Delp-Schule begrüßen zu können. Wir, das sind Frau Schmidt und Frau Kasper. Die nächste Besonderheit sieht so aus, dass wir den Beckenboden auf die unterschiedlichsten Höhen einstellen können. Das heißt, hier kann jeder angstfrei üben und trainieren. Wir bieten hier im 5. Schuljahr neben dem normalen Schwimmunterricht auch eine AG für Nichtschwimmer an. Ihr könnt hier Abzeichen erwerben. Wir haben zwar leider keinen 3-Meter-Turm, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht trotzdem springen können. Hallo, mein Name ist Marius Wolf und ich bin Sportlehrer an der ADS. Ich nehme euch mal mit in den Kraftraum, wo wir auch mit den Schülern Sportunterricht machen können. Hier ist für jeden was dabei. Hier kann man zum Beispiel den Oberkörper trainieren, aber natürlich auch was für die Beine machen. Hallo, ich bin die Frau Perter und ich bin die Frau Getthöfer. Und wir sind beide Sportlehrerinnen an der ADS. Im Hintergrund sieht man unseren Sportplatz, der sich anbietet für die Leichtathletik-Disziplinen, zum Beispiel das Kugelstoßen. Oder den Sprint. Auf die Plätze! Fertig! Los! Jawohl! Hallo, ich bin der Siegfried Wolf, bin Sportlehrer hier an der Alfred-Delp-Schule. Wir sind hier in unserer Halle und wir können hier verschiedene Sportarten ausüben. Zum Beispiel Volleyball. Oder eben Basketball. Sehr beliebt ist auch Badminton. Ja, willkommen. Wir stehen hier in unserer Gymnastikhalle, der kleinsten unserer Hallen, für große Spiele nicht geeignet. Dafür haben wir aber hier eine Spiegelwand auf der linken Seite, die ist ideal für alle Arten Gymnastik und Tanz. Von draußen sehen wir übrigens den Basketballplatz, so einen kleinen Platz für die Pausen. Geräteturnen wird hier gerne gemacht. Wir haben deshalb ein paar Geräte aufgebaut. Und hier die Hochsprunganlage wird hier auch gerne genutzt. Aber auch kleine Spiele mit Softbällen sind möglich und beliebt.